Wunderschönen Sonntag. Heute Sonnenschein, strahlender Himmel, wunderschön blau. Ich habe mir gedacht, wisst ihr was? Heute gehen wir durch die ganze Parisa und holen ein altes Projekt wieder raus. Und zwar, ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen mit einem Projekt, das hieß Sounds of the Parisa. Und ich habe mir dann gedacht, okay, weil Parisa ist eigentlich das hier, also nicht das hier, das Studio, sondern eigentlich, so nennt man in Südamerika den Raum, oder eigentlich eher gesagt den Grill, auf dem man das sogenannte Asado macht. Also das Ding hier. Und darauf grillt man. Das heißt, das ist ein richtiger Grill, diese kleinen deutschen Grille. Ja. So grillt man richtig, so grillt man männlich. Und ja, ich habe mir gedacht, wir haben hier so viele Sachen, weil das ist auch unser Abstellraum eigentlich, so viele Sachen, dass wir auf jeden Fall ein paar Sachen benutzt werden zum Töne machen. Wir haben nämlich auch so viele Kleinigkeiten hier, sehe ich gerade. Kann man definitiv mal ein paar Töne mitmachen oder irgendwie was, werde ich jetzt suchen. Und das alte Projekt war gut, ich fange heute ein neues Projekt an. Mal gucken, wie es dann ausgeht. Und ja, haut da rein. So, ich habe jetzt die ganzen Songs aufgenommen und so sieht das ganze Projekt jetzt aus. Sind so unterschiedliche Sachen, unterschiedliche, wie hier oben haben wir so eine Art Schlagzeug, so eine Art Kick. Ich hätte das Ganze dann einfach mit ein paar Effekten überlegt, was der Schrank ist. Ist ein Dreivierteltakt. Habe ich dann so eine Snare drüber gelegt. Also die einzelnen Effektspuren. Das Besondere ist, man könnte jetzt auch noch das mit super Effekten bearbeiten, aber ich gedacht so, ne, lass ich mal, klingt schon so geil, man. Jetzt nehme ich noch die Gitarre auf, die da steht. Und ja, los geht's. Heute habe ich mir sogar überlegt, machen wir was Besonderes. Und zwar, wir nehmen mit meinem Studio Projects Mikrofon auf. Das ist ein Mikrofon, ist mit zwei Membranen. Das heißt, ich kann damit Stereo aufnehmen, weil ich hier in meinem Studio so ein paar Probleme habe. Es hat nämlich zwei Membranen und dann kannst du hier oben sozusagen die Kapsel dann drehen und damit dann einen Stereo-Effekt hervorrufen. Ist ein richtig cooles Mikrofon, also eins meiner Lieblingsmikrofone und tolles Mikrofon hier im Studio. Und damit werden wir diese Gitarre jetzt aufnehmen. So, Mikrofon steht. Jetzt geht's los. Okay, ich glaube, damit mache ich noch eine Gitarre. Damit mache ich noch Standard-Akkords.
Publisher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Link ist in der Beschreibung. Ich habe nämlich alle anderen Songs, die bis jetzt kamen, auch dort hochgeladen. Und oder werde sie in nächster Zeit hochladen. Und wir sehen uns nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich noch richtig viel Spaß. Und jo, bis nächste Woche. Nee, ich nehme das auf. Wenn du jetzt einen Ton machst, ist das im Video. Ja, das ist doch schön. Nee. Mach das doch. Ja.